Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber ich hatte nämlich heute einen frühen Termin heute Morgen, deswegen konnte ich das Video nicht heute Morgen drehen oder heute Vormittag. Deswegen ist es auch ein bisschen heute spät geworden. Ich war auch gerade so, ja, ich bin so eine halbe Stunde, glaube ich, schon zu Hause. Und ja, ich wollte mit euch natürlich wieder das Adventskalender-Video drehen. Ich versuche auch heute mal nicht ganz so lange mit euch zu quatschen, weil es gab nicht so viel, außer es war heute chillig, es hat heute Spaß gemacht. Und morgen gibt es eine Weihnachtsfeier für meine Bewohner und da freue ich mich auch schon ein kleines bisschen drauf und ja, genau. Aber sonst war eigentlich nichts Besonderes. Außer, dass ich, so wie ich das verstanden habe, nächstes Jahr meine ganzen Urlaube bekomme. Yes! Genau. So, wir fangen jetzt einfach mal an, würde ich mal sagen. Und es geht ja schon in die letzten Türchen. Sehr, sehr gut. Aber bevor ich natürlich mit meinem Türchen aufmachen beginne. Ich habe jemanden versprochen. Was sage ich jetzt? Also ich habe jemanden versprochen, dass ich denjenigen auch eine Überraschung erzähle. Eigentlich habe ich mit den Grüßen und alles aufgehört aus bestimmten Gründen. Viele wissen es ja wahrscheinlich, warum, weshalb, oder können das ahnen, warum. Moment, ich muss mal einmal ganz kurz gucken. Ja, genau. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich überhaupt nicht mehr grüßen, weil ich auch sowieso immer Anfang des Videos alleine allgemein grüße. Und eine möchte gerne ganz besonders eine Überraschung machen. Ja, und ich habe gesagt, gut, ausnahmsweise mache ich das heute extra für sie. Und zwar möchte ich gerne die liebe Tina grüßen. Und Tina hat heute Geburtstag. Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Der Empfänger bzw. der Wunschkoordinator, weiß ich nicht, wie man das so nennt, hatte mich da drüber gebeten, dass ich ihrer Freundin eine Überraschung gebe. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen erwähnen darf, aber wenn, dann weiß ja, wer gemeint ist. Und liebe Tina, alles Gute zum Geburtstag, zu deinem 20. Geburtstag und feier schön, sei happy, sei ausgelassen ein bisschen und ja, ich hoffe, dir geht es gut und so, genau, aber feier nicht ganz so viel, ein Quatsch, mit 20 kann man dann schon ein bisschen heftig Party machen, ne? Also ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag und ja, und einen dicken, dicken, dicken Kuss, ein Kussel. Kussi an dich. So, genau. So, jetzt aber rucki zucki mit meinem Adventskalender natürlich. So, und das, wie gesagt, das ist jetzt, jetzt nicht mehr lange hin. Wir haben jetzt noch heute ist der Dienstag, dann der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, also 3 Tage noch insgesamt, wenn dieses Türchen natürlich auf ist, ne? So, ich werde euch jetzt einfach mal wieder runter schubsen. Und das ist ein ganz, ganz kleines Türchen. Also das ist das kleinste überhaupt hier in dieser Runde. Ich mache jetzt einfach mal auf. Knicke es ein bisschen an. So. So, und jetzt gucken wir mal, was sich dahinter verbirgt. Da ist eine wieder ein Glitzerpöttchen.
Jetzt gucken wir mal erstmal die Türe putt machen hier. So, dann haben wir das auch schon mal weg. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich das hier an dem kleinen Türchen rauskriege. So. So, jetzt ziehe ich euch wieder hoch. Ups. So. Also, das ist jetzt hier ein wieder ein Glitzer Pigment, würde ich mal sagen. Das ist jetzt weiß mit ganz, ganz vielen bunten Glitzerstückchen. Dann mache ich das jetzt mal hier wieder ein bisschen offen und versuche ein bisschen zu swatchen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Da. Also das ist ein weißer Untergrund mit ganz, ganz bunten Pailletten. Ich versuche mal ein bisschen, ich könnte mal ein bisschen mit der Pinzette rausnehmen und euch das ein bisschen hier auf den Handrücken swatchen. So. So viel ist auch nicht gut, wenn es sonst nicht abgeht. So. Also das sind ganz, ganz viele bunte Punkte. Seht ihr das? Sieht aus, als hätte ich die Maße, ne? Mit den ganzen bunten Punkten. So sieht das nämlich aus in verschiedenen Farben. Pink, lila, blau, gold, so leicht grünlich angehaucht. Blau ist da mit ein bisschen drin, so türkisblau. Also wirklich tolle Glitzerstückchen. Die mache ich aber jetzt hier, soll ich die ein bisschen runterschütteln. Mein Tisch sieht zwar auch aus wie Sau, aber ich muss sowieso noch mal putzen, da wahrscheinlich noch mal morgen. Ja. So. Gut, meine Lieben. Das war's. Mehr habe ich ja nicht zu sagen. Genau. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Jo. Moment. Es hat euch ein bisschen gefallen und wie gesagt, es geht so langsam in Schritt Weihnachten zu. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, Moment. Ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, wenn ihr mögt, unten, seid ihr denn schon alle soweit mit Geschenkekauf oder müsst ihr noch so kleine Last-Minute-Geschenke ja, kaufen. Ich habe das jetzt schon anderthalb bis zwei Wochen schon fertig mit allem, habe ich euch ja erzählt. Ich kann ja mal eben ganz, ganz kurz, bevor ich nicht dazu komme diese Woche, euch mal ein Beispiel nennen, wie ihr schnell und einfach Karten bastelt. Natürlich werde ich diesen Inhalt nicht zeigen, genau, weil da auch mein Name steht. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Karte. Dieser Pappkarton war schon so geknickt, also das kann man so auch kaufen. Natürlich ist das halt so, denn dann kann man das halt wieder, wie gesagt, knicken. Und die habe ich bei Ideenwelt gekauft, oder Ideen. Also so ein Bastelladen. Und da habe ich dann halt verschiedene Charaktere
gemacht, ne? Also für meine Oma eine charakteristische Figur, für meine Mama eine charakteristische Figur, für meine Schwester und so weiter. Ich habe hier für meinen Papa, weil ich fand den echt total süß und das passt auch so gut zu meinem Vater. Und ja, das habe ich dann halt auf Computer rausgefunden, ein bisschen ausgeschnitten. Und so, dann habe ich innen drinnen ich weiß nicht, ob ihr das seht. So, dann habe ich hier innen drinnen, ich muss mal eben kurz gucken, dass man dann meinen Namen nicht sieht. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Habe ich innen drin noch ein bisschen verziert mit so einer Winterlandschaft. Und auf der anderen Seite ist dann halt so ein Text, so den Standardspruch. Sage ich euch mal so, das kann ich ja sagen. Lieber, ich wünsche dir eine wunderschöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Bleib gesund und so wie du bist. Und dann habe ich noch einen persönlichen Satz geschrieben, wie auch, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich so einen Rätselsatz schreibe. Das Persönliche lese ich euch mal nicht vor, aber ich könnte euch zum Beispiel, ein Beispiel, wenn ihr das jetzt möchtet, ne? Dieses Geschenk sollt ihr nach jedem Feierabend und auch so das Wohlfühlen schenken. Und dies macht auch etwas her. Und das andere ist für unser neues Hobby oder kann etwas anderes aussuchen. Also Hobby in dem Sinne, wir haben ja eine PlayStation 4 und da und so ähnlich, das sind so Rätselsätze, wo derjenige erstmal überlegen muss beim Auspacken, was ist das? Und ja, drumrum um diese Text habe ich Washi-Tapes gekauft, weihnachtliche. Und das habe ich dann halt ein bisschen beklebt, ne? Und dann ist es auch gut so. Ich kann euch ja mal die Karte zeigen, was ich meiner Oma schenke. Das fand ich am schönsten auch mit dem Engelchen drauf hier. Und dann habe ich dann halt so die Washi-Tapes angeordnet, als hätte, ist das hier so ein Metallrand. Wisst ihr, wie ich das meine? Auf der anderen Seite habe ich das über den Tipp einmal links auch geklebt. Und dann habe ich auf der nächsten Seite Frohe Weihnachten bunt geschriftet und einen Tannenbaum aufgeklebt. Ja. Fand ich auch wirklich sehr süß. Also das sind so Ideen, was so charakteristisch passen könnte. Genau. Ich habe, glaube ich, ein bisschen doch zu viel gequatscht, aber ich wollte es euch einfach mal erzählen, zeigen ganz kurz. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag oder Abend oder nächsten Tag. Eine gute Schicht, eine gute Schule. Ist ja, glaube ich, auch jetzt die letzte Woche. Also bei mir zumindest so. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!